Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, und heute geht es mal wieder um Mold King und zwar haben wir die 21061. Das ist der MK Space Landflyer, besser bekannt vielleicht aus dem Film Star Wars Solo. Da ist das nämlich der Landspeeder von Moloch. Und ja, 3018 Teile und da gucken wir jetzt mal rein. Hier haben wir die Bauanleitung, typisch Mold King. Es sind insgesamt 6 Tüten, das seht ihr hier. Und ja, so ein paar Teile waren nicht nummeriert. Tüten, die sind halt hier diese Standardteile, einmal 1, einmal 2. Und wir haben hier so, wieder die Bauschritte, eigentlich gut erkenntlich. Ich mag die Mold King Bauanleitung, die sind eigentlich immer ziemlich gut. Die Steine sehen wieder nach Go-Bricks aus. Ich habe Tüte 1 schon gebaut. Ich sag mal so, optisch ist das Ding jetzt kein Highlight, aber es ist auf jeden Fall, ja, irgendwie doch ein cooles Teil. Ich mochte das in dem Film sehr gerne. Ich mag den Film Solo sowieso ganz gerne, außer diesen Roboter von ja, Lando Calrissian. Der ging mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Zeiger, aber Gott sei Dank wird er schnell zersiebt. Und so sieht das Ding mittlerweile aus. Es wird ein relativ stabiler, schwerer Klotz und eine Technikkonstruktion. Die Steine lassen sich wie immer mega gut verbauen. Ihr seht es, Mold King verbaut in jetzt Auffarben. Ich denke mal, das ist dem Mock geschuldet, wo wahrscheinlich die Anleitung herkommt. Da werden wahrscheinlich Innenfarben verbaut worden sein. Ihr seht es, blau, rot, gelb, das sind die typischen Steine, die immer billig sind und ja, in der Mitte verbaut werden. Ich werde jetzt mal die zweite Tüte anfangen und ich denke mal, danach sehen wir uns wieder und gucken uns das Ding dann an. So, bis hierhin bin ich jetzt schon gekommen. Das sieht auch wirklich alles gut aus. Der Part ist witzig, den man hier baut. Also es sind coole Bautechniken. Das macht wirklich viel, viel Freude. Bisher kann ich mich nicht beklagen. Ist ein cooles Set. Man baut hier wirklich alles mit ja, Sinn und Verstand. Es hält alles wirklich gut. Es wird ein riesenschwerer Klotz. Es ist alles sehr stabil. So mag ich das. Im Gegensatz zu der Nebulon B-Fregatte, die wirklich ja das genaue Gegenteil war, eine ja, Stabilitätskatastrophe. Und das Ding hier ist wirklich echt gut zu bauen und macht viel, viel Freude. Ich werde Bauschritt 3 angehen. So, Tüte Nummer 4 ist fertig. Das Ganze sieht jetzt so aus. Es ist noch nicht wirklich schön. Es ist irgendwie ein Noppenklotz von jeder Seite. Aber jo, ich denke mal, jetzt geht es langsam an die Verzierung. Hier hinten sieht man schon so ein bisschen echt coole Verzierung, das sieht sehr, sehr gut aus. Da sind auch so blau-transparente Steine hinter. Und hier sind so ein paar Stühle eingebaut. Ist wirklich bisher sehr, sehr nett gemacht und sieht gut aus. Ich weiß gar nicht, ob das Minifiguren-Maßstab ist, bin ich jetzt echt überfragt. Aber jo, es ist ein cooles Teil und es macht viel, viel Freude zu bauen. Der Bauspaß ist wirklich echt grandios. Da muss ich mal wieder das Set loben hier von Mold King, weil es macht wirklich viel, viel Freude zu bauen. Da hatte ich schon andere Erfahrungen. So, Bauschritt 5 ist fertig. Ich stehe jetzt vor Bauschritt 6. Ich werde jetzt nicht mehr allzu viel zeigen. Den Rest zeige ich euch am Review-Tisch. Es ist nicht zu meckern an dem Set. Es sitzt alles wie eine 1. Es baut sich extrem gut. Ich kann mich hier absolut nicht beklagen. Deswegen ziehe ich jetzt die letzte Tüte durch. Die liegt jetzt hier verteilt. Und ja, dann bin ich sehr gespannt, wie das Ding am Ende aussieht. Ja, da ist das Ding. Da mag man jetzt optisch zu sagen, was man möchte. Ist jetzt natürlich nicht optisch das Mega-Highlight, aber es hat höllisch Spaß gebracht zu bauen. Und es ist super konstruiert. Die ganzen Bautechniken sind super cool. Es hat mega viel Spaß gemacht, das Ding zu bauen. Es war kein Part, wo ich verzweifelt bin oder irgendwas. Es war durch und durch eine reine Freude. Also danke an Bavir. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Bavir hat mir das kostenlos zur Verfügung gestellt, um es euch zu zeigen. Es ist leider noch nicht im Europalager verfügbar, aber das Ding ist einfach eine Granate. Okay, genug gelobt, dieses Set. Und ja, wir schauen es uns an. Optisch, wie gesagt, ist es jetzt nicht der große Wurf, aber es ist wirklich genial gemacht. Schauen wir uns einmal erstmal hier die Optik an. Da hinten sehen wir so ein paar Flat Silver Grill Teile. Auch nice. Überall diese kleinen Flaps hier, die hier sind, die auch
ja, cool angebaut sind. Hier oben Verzierung drauf, hier der Fahrersitz drin. Sieht auch sehr, sehr gut aus, wie ich finde. Der Part war ein bisschen knifflig zu bauen. Man muss da so eine Einer-Noppe drunter drücken. Geht, aber ich habe die Fliesen abgenommen, habe es dann dran gebaut. Dann ging es eigentlich ganz gut. Was ich sehr, sehr cool finde, ist die ganze Verzierung hier vorne am Kühlergrill, nennen wir es jetzt mal. Guckt euch das mal an, die ganzen Details. Ich finde es so schön gemacht. Das ist wirklich so ein cooles Set und es macht auch echt Spaß, diese ganzen kleinen Details da einzubauen. Sehr, sehr cool. Und jetzt kommen wir zu dem Part, den ich mit am coolsten finde. Das ist diese Gitterkonstruktion. Ich weiß nicht, ob da diese Hunde drin waren. Im Film hat dieser Moloch ja so eine komischen Hunde. Und also ich denke mal nicht, sie werden Hunde heißen in dem Film, aber sie sehen halt aus wie Hunde. Und ja, da hat man hier diese Funktion, dieses Gitter hier nach oben zu machen. Muss man natürlich ein bisschen vorsichtig machen, sind alles Technikpins mit Stangen reingesteckt. Aber guckt euch das an, da hat man hier dieses coole, ja, geribbelte Teil drin, da auch nochmal so ein paar Grillteile. Und dann hat man diese coole Funktion, da irgendwas reinzupacken. Also ich glaube nicht, dass das Minifigurenmaßstab ist, dafür ist der Fahrersitz zu groß. Aber ja, ist auch egal. Ja, was man jetzt optisch dazu sagt und was man damit macht, ich weiß es nicht. Was mir gerade auffällt, ich sehe hier oben eine Menge Haken. Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz in die Bauanleitung luschern, ob ich da eine Stange vergessen habe reinzumachen. Da sehen wir uns jetzt gleich wieder. Tja, und siehe da, tatsächlich, ich habe zwei von diesen C-Clamp-Dingern vergessen. Das habe ich in der Bauanleitung übersehen. Manchmal übersieht man mal diese kleinen Teile, die man da reinbaut. Ansonsten wirklich sehr, sehr schön designt. Die ganzen Details auf dem Ding. So sieht das von der Seite alles aus. Sehr, sehr cool gemacht, wie ich finde. Auch hier oben nochmal das Teil. Das sind so kleine Feinheiten, die man da einbaut, die wirklich echt irgendwie auch Spaß bringen zu bauen. Es macht echt so viel Freude, das zu bauen. Schauen wir uns das ganze Ding mal von hinten an. Und da könnt ihr sehen, wenn ich da so ein bisschen mit der Beleuchtung näher rangehe, dahinter sind Trans Blue, Trans Light Blue, denke ich mal, Fliesen. Dadurch hat man da so eine leichte Optik, als wenn, ja, keine Ahnung, da hinten irgendwie so, ja, Schub rauskommt oder was auch immer. Sehr, sehr cool. Bei den Dingern muss man immer so ein bisschen aufpassen. Hier diese Flaps, die verstellen sich immer ganz gerne, wenn man das anfasst. Und jetzt kommt ein Part, ich halte das jetzt mal so fest und zeige euch das, den ich an dem Ding wirklich richtig gut finde. Ihr macht das hier nach unten. Dann könnt ihr diese Klappe hier nach oben fahren und dann kann man da reingucken. So sieht das Ganze dann aus. Sehr, sehr cool gemacht. Mit so einer kleinen Technikkonstruktion da, mit so einer Pinnenkonstruktion. Und dann haben wir da drin diese Stühle. Das sind nämlich hier so kleine Sitze, wo man, ich komme da mit meinen Fingern kaum rein, diese Teile hier zur Seite machen kann. Das Ding kann man ein bisschen bewegen und dann kann da eine Person sitzen. Da wird dann sozusagen angeschnallt. Sehr, sehr cool gemacht. Dann hat man da diesen Innenraum drin. Das ist wirklich echt richtig nett gestaltet. Und dann kann man das ganze Ding hier auch wieder zufahren, das wieder hochmachen und dann ist das Ganze wieder dicht und das sieht gut aus. Schöne Funktion, mag ich, dass da jetzt so ein Detail eingebaut wurde, dass man ja da irgendwie was so ein bisschen dran machen kann. Genau wie das hier finde ich auch sehr, sehr cool, dass man da so ein paar kleine Details hat, die man bewegen kann. Das hier ist wirklich einfach nur so ein, ja, Überrollbügel, der nur so aufgelegt ist. Es erfüllt seine Funktion, auch hier nett gemacht. Diese ganzen kleinen Details, als wenn das hier aufliegt und so. Ich finde es wirklich echt super schick designt, das ganze Ding. So, was habe ich vergessen? Die Unterseite würde ich sagen, habe ich vergessen. Dann müssen wir das ganze Ding jetzt mal auf die Seite kippen, weil da ist noch eine Besonderheit. Ihr seht die Farben da drin verbaut, aber die stören in keinster Weise, weil man sie einfach nicht sieht, es sei denn, man dreht es so um. Gut, für einige wird es jetzt wieder der Todesstoß für so ein Set sein. Für mich ist es völlig Wurst. Dann haben wir hier diese Rollen. Ihr seht es, da sind so eine durchsichtigen Technikrollen. Und das Ganze kann man dann hinstellen und dann seht ihr es, rollt das Ding richtig gut. Und es rollt nicht nur ein bisschen, es rollt wirklich richtig gut. Tja, was soll man da sagen? Es ist ein schönes Set. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen, weil ich sehr nah bin, in eine bessere Perspektive. Zeige euch das Ganze noch mal so ein bisschen von weitem, damit ihr das Ganze mal richtig genießen könnt. Auch hier von vorne und so.
Es ist wirklich ein richtig gelungenes Set. Fahren wir mal so ein bisschen von oben, uns das angucken und dann das Ganze noch einmal von hinten. Und dann sind wir auch eigentlich schon durch, weil viel mehr kann man da jetzt auch nicht zeigen. Ja, gelungenes Set für Star Wars Fans. Ich mag den Solo-Film, ich mochte ihn sehr gerne. Viele finden den ja eigentlich nicht so gut. Ich finde ihn persönlich mega gut. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich schon schlechtere Star Wars Filme gesehen als den. Der war wirklich einer der besseren. Hatte ich viel Angst um diesen Film, aber am Ende hat er mich irgendwie überzeugt. Und das Fahrzeug kommt da drin vor. Ich fand auch diesen Moloch irgendwie cool. Ja, schreibt mir mal rein, was ihr davon haltet. Ob das was für euch ist oder ob ihr sagt, nee, auf gar keinen Fall. Das Ding ist ja pottenhässlich. Also ja, schön ist er auch nicht, aber es ist irgendwie ein cooles Fahrzeug. Jetzt hätte ich eigentlich gerne noch in der passenden Größe den Speeder von Han Solo dazu. Dann wäre es so rundum gut, weil dann könnte man so eine kleine Verfolgungsszene darstellen. Das wäre ziemlich genial. Ja, damit sind wir durch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne einen Kommentar und gerne ein Abo, wer es noch nicht getan hat, würde mich tierisch freuen. Ich mache mal wieder Werbung in eigener Sache. Guckt bei der Toystube vorbei und guckt auch gerne mal in meine Kanalmitgliedschaft, falls ihr, ich habe es lange nicht erwähnt, eine Fliese an meiner Wand im Keller haben möchtet und ein Teil werden wollt von diesem Keller. Und falls ihr mich auf irgendeine Art unterstützen wollt bei dem, was ich mache und es gut findet, was ich mache, dann habt ihr da eine Chance und bekommt dann sogar etwas zurück. Jo, okay, damit sind wir durch. Da bleibt mir nichts anderes zu sagen, als die Noppensteinstube sagt, möge die Macht mit euch sein. Tschüss. We'll be right back.